im Herbst, da sagten Sie doch, Sie sind mit dieser Thematik eigentlich fertig und Sie wollen was ganz anderes schreiben. Sie sind eben untreu geworden, dieser Absicht. Nein, ich glaube, untreu kann man ja eigentlich keiner Sache werden. Das ist halt, man kann sie hassen oder was, auch an Menschen, nicht? Aber untreu im Grund wird man nicht. Also Sie werden auch mit dem Thema ist es auch so, nicht? Man variiert das halt oder man spannt neben dem Seil noch eins, aber es ist immer derselbe Zirkus, über den man halt drüber spaziert. Bis man halt herunterfällt, dann ist es aus. Ja, aber einmal haben Sie das Seil gewechselt. Sie waren doch in der Lyrik, da gab es doch andere. Ja, das war noch kein Seil, das war noch ganz am Boden. Also Ihre Lyrik liegt schon innerlich weit hinter Ihnen? Ja, da waren die Spaßmacher, die waren inzwischen schon da und haben das alles weggetragen. Und dann ist das Seil gespannt worden. Nicht? Aber allerdings kommen ja dann noch die Tiger und die Löwen, ich weiß nicht, was da. Aber vielleicht macht das ein anderer. Schreiben Sie noch Lyrik? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts. Also das ist eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel. Und der große Roman, den Sie unterbrochen haben, der geht jetzt... Der groß, weiß ich nicht. Ja, so ein Roman, also große Prosa. Das ist entsetzlich. Na und können Sie mir was über den Roman sagen? Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist, das ist zu unklar. Nicht fair, man weiß nicht, was man macht. Und aber Sie schreiben an dem jetzt weiter, wenn Sie zurück. Da geht es wieder dahin dann. Und am Montag haben Sie noch den Staatspreis hier und dann geht es wieder zurück nach, nach Gmunden? 2 Wochen. Dann fahre ich überhaupt Bei Bernhard in Gmunden ein altes Bauernhaus gekauft und sehr schön hergerichtet und wohnt dort als Einsiedler. Ruine. Eine Ruine, ja. Und dann fahren Sie nach Jugoslawien, glaube ich, nicht? Ich möchte einen Monat unten sein, das ist als Arbeitsklima immer sehr gut gewesen für mich. Sie haben ja viel in Jugoslawien geschrieben, Amras, glaube ich, nicht, wenn ich mich erinnere. Amras habe ich, ja, zur Hälfte, ja. Die eine Hälfte in Hannover, weiß ich noch, die andere am Meer unten. Also Sie reisen, aber es spielt in Tirol. Ja, das ist eine gute Kombination. Ja, Sie reisen durch Reisen ist an und für sich so und stört Sie das nicht beim Schreiben? Na, während des Reisens kann ich nicht schreiben, aber... Es ist, so. Es ist angenehm, man schreibt beim Tag, nicht? Und hat in der Nacht dann Unterhaltung, eventuell, nicht? Es ist gar nicht weniger günstig, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man am Land in so einem Haus lebt, aufwacht, schreibt und am Abend ist man wieder allein oder am Land. Das ist gar nicht falsch. Man wird sich selbst ausgesetzt, sozusagen. Man kann ins Wirtshaus gehen, man kann das und das machen, aber es schaut nichts heraus. Etage. Ich glaube ja, im Grunde ja. Also das ist doch ein Stützpunkt, den Sie... Aber man reist haben. Natürlich, ich reise lieber, wenn ich weiß, nur dort ist der Kasten. Da kommt man zurück. Ich kann wieder hinein. Nicht? So. Und Sie haben in Wien auch eine Wohnung? Oder also ein ich habe hier seit 20 Jahren ein Zimmer. Das würde ich auch nie aufgeben, weil das ist auch wieder entsetzlich, wenn man das... Weil ist Wien für Sie ein Fenster in die große Welt? Oder? Nein. Ein Gucker? Ja, das ist... Nein, aber Wien ist halt ideal immer gewesen. Nicht? Früher habe ich es gehasst, habe ich es nicht sehr gut gekannt. Vor 15 Jahren. Nicht? Je länger man Wien, glaube ich, kennt, desto mehr, desto angenehmer ist es wahrscheinlich. Nur das hören wir sehr gerne. Auch arbeitsmäßig. Nicht? Man darf jetzt weiß ich was erwarten und so weiter. Nicht? Wenn man das einmal weiß, also als diese Situation ausnützt, dann ist es sehr gut.